Hallo und herzlich willkommen zu Bundespodcast. Mein Name ist Mike Barmhauser-Heide und das ist die erste Folge der zweiten Staffel. Wir haben also heute eine Staffelpremiere. Und es ist auch eine etwas besondere Folge. Ich war outdoor mal wieder unterwegs. In diesem Fall waren Florian Pankowski und ich gemeinsam outdoor unterwegs, um dort zu einem doch sicher sehr spannenden Thema ins Gespräch zu kommen. Auch inhaltlich ist diese Folge etwas Besonderes, weil es hier um ein Thema geht, wo viele Leute vielleicht gar nicht so gern hinhören oder hinschauen und wo die Leute, die es besonders betrifft, gar nicht mal so im Mittelpunkt unseres Interesses sind und deren Stimmen auch nicht so wahrnehmbar sind, weil sie auch keine große Lobby haben. Es geht um das Thema Prostitution. Und Florian und ich waren in Berlin unterwegs, und zwar auf dem Straßenstrich. Wir hatten eine kleine Führung über den Straßenstrich durch Casper Tate, der in der Initiative Transsexworks aktiv ist und dort SexarbeiterInnen unterstützt, praktisch hilft und berät. Und von daher ist es an einigen Stellen leider ein bisschen laut, weil im Hintergrund LKWs und U-Bahn und so weiter und so fort deutlich wahrnehmbar sind. Möchte mich deshalb für diese akustischen Irritationen an einigen Stellen entschuldigen. Es ist trotzdem eine sehr spannende Folge geworden. Wir reden nicht nur über die Situation dort vor Ort, die in großen Teilen sehr unwürdig ist für die Menschen, die dort arbeiten müssen, was mich auch sehr lange begleitet hat nach diesem Gespräch und dieser Tour. Wir reden auch über über rechtliche Rahmenbedingungen. Wir reden über die Idee eines nordischen Modells. Wir reden über das Prostituiertenschutzgesetz. Wir reden über das ganz praktische Arbeiten in der Sexarbeit und was das in Deutschland bedeutet. Und das Gespräch haben wir vor einigen Monaten aufgezeichnet. In der Zwischenzeit sind, und das wussten wir zu dem Zeitpunkt gar nicht, Kasper und ich als Sprecher, haben als Sprecher der BAG Queergrün kandidiert und sind jetzt beide Sprecher dieser BAG. Also wir arbeiten jetzt an anderer Stelle auch anders zusammen. Wie gesagt, das war zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch gar nicht klar. Und von daher ist das schon ganz interessant, welche Entwicklungen da stattfinden. Ich wünsche viel Spaß und vor allem wünsche ich, dass diese Folge zum Nachdenken anregt und viel Interesse findet und für viele Menschen auch eine Bereicherung ihrer Perspektiven ist. Herzlich willkommen. Wir starten heute eine zweite Staffel mit Ballgeräusch im Hintergrund. Wir haben nämlich heute mal wieder eine Outdoor-Folge. Mhm. Und die erste Outdoor-Folge, wo Florian dabei ist. Hallo Florian. Das stimmt, bei den anderen war ich nicht dabei. Hallo, genau. Mike. Genau, wir haben jetzt eine kleine Serie. Wir waren am Wasserschloss, wir waren in einem Moor und wir waren am Rathaus in Bielefeld. Und wo sind wir heute? In Berlin auf dem Straßenstrich. Auf dem Straßenstrich, genau. Und wer bist du denn? Ich bin Kasper, also Kasper Tate, mein Pronomen ist er. Und ja, ich bin Trans- und Sexarbeitsaktivist und bin Teil vom Berliner Projekt Trans Sexworks. Das ist ein Projekt von und für Trans-SexarbeiterInnen. Mhm, genau, wir sind heute hier in Berlin im Regenbogen-Kiez und du wirst uns mal so ein bisschen hier rumführen. Und wir reden generell über das Thema Prostitution und was man da rechtlich machen kann, insbesondere über queere Sexarbeit. Ja. Okay. Also es können sich auch Leute natürlich die Folge auch anhören und es ein bisschen nachlaufen, weil wir können auch ein bisschen immer darüber reden, in welche Richtung wir gerade laufen. Das wäre ganz also, gut. Das machst du ein bisschen. Damit fangen wir ja so am besten an. Und zwar im Moment befinden wir uns gerade so in der Eisenacher Straße, Ecke Fuggerstraße, auf einem Spielplatz. Deswegen hatten wir diese Ballgeräusche gerade im Hintergrund. Ja. Wir sind hier auf einem Spielplatz und hier in der Gegend, wenn wir zum Beispiel hier an die Seite gucken, ist die Tabasco-Kneipe. Und auch hinter uns ist die Pension Stockholm. Und zwar findet hier genau an diesem Kreuz männliche Prostitution statt, die so im öffentlichen Raum stattfindet. Mhm. Es gibt nämlich natürlich ganz viel männliche Prostitution, die vor allem aber so über Escort-Profilen, manche kennen es vielleicht, Seiten wie Hunks oder Markt.de stattfindet. Aber hier in Berlin gibt es auch immer noch Stricherkneipen und auch Stricher, die
zum Beispiel auch in der Nähe vom Bahnhof Zoo im Tiergarten unterwegs sind, aber auch hier direkt im Regenbogenkiez, in Stricherkneipen, zum Beispiel wie das Tabasco, da wird auch angebahnt. Da hinten haben wir halt die Pension Stockholm, also das ist ein Stundenhotel, was 24/7 geöffnet hat, wo man für, ich glaube im Moment ist der Preis 25 Euro die Stunde, ein Zimmer bekommt für das Spaß zu zweit oder zu dritt oder mehr. Genau. Okay. Ja. Wir würden aber eigentlich, das ist jetzt so ein bisschen, wo wir starten, in der männlichen Szene, aber eigentlich gehen wir weiter und gehen nämlich in Richtung so richtig Straßenstrich. Genau. Und dafür laufen wir die Eisenacher Straße runter, eher Richtung, ich glaube, Winterfeldstraße wäre das. Gehen jetzt in Richtung dem Café Romeo und Romeo. Mhm. Genau. Also du bist bei einem Projekt, das heißt Transsex Work. Ja. Genau. Also unser Projekt gibt es seit 7 Jahren schon. Ja. Das wurde damals von der Aktivistin Emifem vor allem gegründet, zusammen mit Kai Garnelen. Das sind beide Trans- und SexarbeitsaktivistInnen. Und es wurde damals durch Demokratie Leben Gelder gestartet. Mittlerweile kriegen wir eine kleine Förderung von der Landesantidiskriminierungsstelle hier in Berlin. Aber das Projekt ist ehrenamtlich und wir sind trans- und nicht-binäre SexarbeiterInnen, die sich so für die Community einsetzen. Mhm. Und vor allem haben wir einfach sehr, sehr viel Kontakt mit den Transpersonen, die auf dem Straßenstrich arbeiten. Und ja, aber unser Projekt ist so für alle trans-, inter- und nicht-binäre Personen in der Sexarbeit. Es ist nur uns sehr wichtig, dass wir vor allem mit eher prekär arbeitenden Personen zusammenarbeiten. Oder auch die Unterstützung vor allem für Menschen, die in prekären Situationen sind, anbieten. So, wir sind jetzt hier am Romeo und Romeo. Genau. Ja, eigentlich... Ich überlege kurz, ob wir hier... Ja, wir können eigentlich hier weiter. Also wir sind ja jetzt so im Herzen des Regenbogenkiezes. Und was viele... Wir laufen jetzt weiterhin geradeaus. Das ist die Mottstraße, ne? Ja, also wir überqueren die Mottstraße und laufen jetzt weiterhin die Eisenacher Straße runter. Ja, also viele wissen ja, dass so der Neuendorfplatz und auch so Neuendorf-Kiez, dass das so der queere Kiez hier in der Stadt ist. Und viele kennen ja auch die Geschichte von den 20ern in Berlin und auch, dass so Magnus Hirschfeld und ganz viele andere sehr bekannte Leute hier gearbeitet, aufgetreten sind und sonstiges. Was aber die wenigsten wissen, ist der einzige Grund, weshalb queere Personen eigentlich hier im Kiez sind, ist aufgrund der Sexarbeit, die hier im Kiez schon sehr lange stattfindet. Und das ist immer meine Frage, wollt ihr mal erraten, seit wann gibt es den Straßenstrich hier? Ich würde mal sagen, jetzt so 1921, das war so glatt 100 Jahre. Aber es gibt nicht so richtig viel Sinn mit meiner Erzählung jetzt. Ah, ja. In den 20er Jahren sind die Leute gekommen. Pass ein bisschen auf. Da muss es im 19. Jahrhundert gewesen sein, oder? Also 1885. Hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Also, ja, also 1885 gibt es den Straßenstrich hier. Man weiß auch so die genaue Jahreszahl, weil, das war jetzt nicht ganz genau, aber es gab so bestimmte Bauarbeiten auf der Potsdamer Straße und die wurden so beendet 1885 und dann hat so der Straßenstrich begonnen. Und früher war das aber so, dass eigentlich es gab nicht so ein oder zwei Straßen, die Straßenstrich waren, sondern es gab ganze, also eigentlich war ganz Berlin so ein großer Straßenstrich, aber es gab vor allem so bestimmte Regionen. Also der komplette Bülow-Kiez und Neuendorf-Kiez sind halt Orte gewesen, in der viel angebahnt wurde und halt viele, vor allem Frauen, auf der Straße ihre Dienstleistungen angeboten haben.
Aber es gab auch andere Bereiche in der Stadt, wo so Straßensexarbeit stattgefunden hat, zum Beispiel auf der Friedrichstraße. Da waren aber vor allem Frauen, die mehr Geld können, also die so, wo die Dienstleistungen teurer waren. Mhm. So, wir müssen eigentlich hier reinlaufen. So, wir laufen nämlich jetzt in die Winterfeldstraße rein. Nach links. Und ja, also ich habe zum Beispiel auf der Friedrichstraße, dann auf der Oranienburger Straße, dann also, wenn man sich das historisch anschaut, zum Beispiel in Neukölln gab es auch sehr, sehr, also Neukölln hieß ja früher Rixdorf und Rixdorf wurde in Neukölln umbenannt, weil es einfach so bekannt war in der ganzen Stadt, dass Rixdorf so für Straßenprostitution steht, dass man es dann diesen Bezirk umbenannt hat, um das, so eine Imageverbesserung hervorzurufen. Also ja, es gab schon sehr, sehr viel. Ich kenne das noch von der Fassbrause. Ja, aber die gibt es immer noch. Genau, die gibt es immer noch, Fassbrause, genau. Ja. Ja. Möchtest du uns einmal mitnehmen, was Transsexwork ist? Also, ja, wir sind, ja, also ein Peer-Projekt. Wir bieten zum Beispiel so Peer-Beratung an. Also niemand von uns ist Sozialarbeiterin, sondern wir sind alle Peers. Und wir bieten also ja, so eine sehr niedrigschwellige Beratung an. Leute können sich einfach an uns wenden mit Unterstützungsbedarf. Und da ist auch ganz wichtig, also Leute können sich wirklich mit allem Möglichen an uns wenden. Wir werden dann einfach im Team schauen, ob das irgendwie machbar ist. Und dann haben wir ein Teil von unserem Projekt, ist unser Community Support. Also wir haben ein Lastenfahrrad, mit dem wir 3 Nächte in der Woche, also Freitag, Samstag, Sonntags, auf dem Straßenstrich nachts unterwegs sind. Und in diesem Lastenfahrrad sind halt safer Sexartikel, wie zum Beispiel Kondome und Gleitgel, die wir halt kostenfrei zur Verfügung stellen, aber auch safer Use Sachen, also saubere Nadeln, Spritzen und sonstigen Drogenutensilien. Und wir verteilen auch Hygieneprodukte und da vor allem ja, so Sachen, die man einfach auch für die Arbeit braucht, zum Beispiel Feuchttücher, um sich nach der Arbeit auch nochmal waschen zu können. Desinfektionsmittel haben wir natürlich jetzt auch Masken und so, Handcreme und ja, verschiedenste Sachen. Und ja, viele von den Personen, mit denen wir halt auf dem Straßenstrich zu tun haben, sind obdachlos oder wohnungslos. Und der Großteil konsumiert auch Crystal, also Crystal Meth. Und ja, und Themen sind auch ganz viel, auch so Sachen wie ja, häusliche Gewalt, Migration, gesundheitliche Probleme. Ja, und ja, uns geht jetzt eigentlich einfach nur so darum, so zu unterstützen, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wir setzen uns auch so politisch für den Straßenstrich ein, aber auch generell für trans- und nicht-binäre SexarbeiterInnen. Wir bieten auch Fortbildungen an, Workshops, wir geben Interviews, wir vermitteln vor allem auch prekär arbeitende Trans-SexarbeiterInnen für Interviews, bezahlen Menschen für Interviews. Ja, sehr viele unterschiedliche Sachen. Ja, und es gibt eigentlich so deutschlandweit nicht wirklich so ein gleiches Projekt. Es gibt noch ein weiteres Projekt, Cosmopolit Trans, was in Hannover und ein bisschen NRW ist. Das aber, die sprechen nur Spanisch und die haben halt so Kontakt mit der spanisch sprechenden Trans-Sexarbeits-Community. Mhm. Aber ein Projekt wie unseres, was auch so Lobbyarbeit macht und Interviews gibt und auch in Bezirksgremien sitzt und so, gibt es eigentlich deutschlandweit nicht. Genau, ihr macht ja richtig Lobbyarbeit im wahrsten Sinne des Wortes, also im Interesse der Personen, die da arbeiten, auch politisch euch äußern. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Und das ist auch, ja, jetzt habe ich auch den Begriff Lobbyarbeit genommen, weil es wird ja einmal noch kurz für genau. Hier weiter. Wir laufen, jetzt sind wir nämlich jetzt so. Ist der Winterfeldplatz? Jetzt ist der Winterfeldplatz. Ja. Jetzt laufen wir aber nochmal weiter die Winterfeldstraße. Ich glaube, es ist immer noch die Winterfeldstraße runter. Ups.
aber man sieht dann auch immer ganz gut, wie zentral. Ja, also es wird ja auch immer, das ist ja auch sehr häufig so ein Pushback-Argument gegen Sexarbeitende, die sich ja öffentlich äußern oder für ihre Rechte sich einsetzen, ist immer, dass man ja irgendwie die Betreiberlobby wäre, mhm. Und dass man sich ja nur für die Betreibenden, die bösen, bösen Bordellbetreiber einsetzen würde. Und das stimmt ja gar nicht. Also auch zum Beispiel in unserem Projekt haben wir eigentlich ein fast... Ja, also sehr wenig mit trans- und nicht-binären SexarbeiterInnen zu tun, die überhaupt in Bordellen oder Laufhäusern oder in Stripclubs arbeiten. Auch aufgrund dessen, dass häufig trans- und nicht-binäre Personen einfach nicht eingestellt werden überhaupt in diesen Bereichen. Und dadurch sind trans- und nicht-binäre Personen in der Sexarbeit häufig gezwungen, eigentlich selbstständig zu arbeiten, mhm. obwohl das gar nicht erwünscht ist bei vielen. Also viele wünschen sich eigentlich den Schutz, den man halt häufig bekommt, wenn man in einem Bordell arbeitet oder mit einer Agentur oder sonst wo. Es sind auch häufig bessere Arbeitsbedingungen als zum Beispiel jetzt so, ja, manche Bereiche sonst, zum Beispiel Straßenstrich oder auch viele Leute. Ja, es ist auch nicht so leicht, selbstständig so im Escort zu arbeiten. Man muss ja alles selbstständig machen. Und jetzt auch Escort, da stellen sich ja immer Leute vor, irgendwie, ach, Menschen, die irgendwie 10.000 im Monat verdienen. Ja, natürlich. Aber eigentlich, die meisten im Escort verdienen ja gar nicht so krass viel. Die schaffen es auch gerade nur so, ihre Miete zu bezahlen und noch ein bisschen mehr. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in dieser freien Sexarbeit eure Arbeit als Projekt natürlich auch enorm wichtig ist. Die SexarbeiterInnen? Ja, weil es halt wenig Austausch unter den, also unter KollegInnen gibt. Mhm. Weil wenn du selbstständig bist, also natürlich auf dem Straßenstrich ist es anders. Das ist auch ein Grund, weshalb viele Leute es auch mögen, auf dem Straßenstrich zu arbeiten, weil du siehst so deine KollegInnen jeden Abend. Du kannst kommen und gehen, wann du möchtest. Du hast so deine Peer Group. Ja, mhm. Und das merkt man also zum Beispiel hier. Sind auch schon gleich da auf der Frobenstraße. Das ist nämlich der Transstraßenstrich und da arbeiten überwiegend Transfrauen aus Bulgarien. Also die sprechen die gleiche Sprache. Es ist so eine Community innerhalb der Community. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, als dürften einfach so alle Leute da einfach arbeiten. Also du musst ja schon so den Zugang erarbeiten, dass du dann auch da arbeiten darfst. Und ich gehe mal davon stark aus, dass das so ein bisschen geschlossen gehalten wird. Also es gibt schon vereinzelte Frauen, die jetzt so nicht aus Bulgarien kommen, aber der Großteil schon. Okay. Ja, bei den Cis-Frauen ist das, da kommen die meisten auch aus Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Also es ist schon schwierig, da einen Zugang zu bekommen, aber wenn man drin ist, ist man schon richtig in so einer Community, die dann auch zusammenhält. Nee. Ne? Nein. Ne? Also. Es geht ja hier ums nackte Überleben. Ja, genau, deswegen. Also es gibt vielleicht schon Momente, wo Leute sich unterstützen, aber das ist auch die Wichtigkeit von unserem Projekt, dass wir als privilegiertere Personen eine Unterstützung anbieten, weil also häufig brauchen ja Menschen eine Unterstützung in einem Ausmaß, wo andere Leute, die hier arbeiten, das gar nicht mehr leisten könnten. Es geht ja, also, so jetzt sind wir auch schon auf der Frobenstraße. Wir gehen noch einmal rüber und laufen dann runter. Ja. So, nämlich jetzt sind wir, ist das Winterfeldstraße? Winterfeldstraße, Ecke Frobenstraße und laufen jetzt links rein in die Frobenstraße. Ja. Und hier fängt schon der Transstraßenstrich an. Okay. Moment, sehen wir noch niemanden. Es kann auch sein, dass wir jetzt auch vielleicht noch niemandem begegnen. Leute stellen sich ja häufig unter Straßenstrich so, glaube ich, vielleicht so super scary Ecken oder so in der Stadt. Irgendwie Industriegebiet außerhalb, genau. Außerhalb, wie gefährlich, dunkel. Okay, es ist sehr dunkel hier. Das stimmt schon. Ja. Aber ja, wir essen. Wie oft verlagert sich denn so ein Straßenstrich? Also ist das, also früher hatte ich mal den Eindruck, dass in der Nähe vom Neulendorfplatz direkt auch so ein, für Cis-Frauen so ein Strich war, da also direkt Richtung Bülowstraße. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Doch, also da gehen wir auch noch gleich vorbei. Okay. Also es ist nämlich auch heute immer noch so, dass eigentlich im ganzen Bülow-Kiez angeschafft wird auf der Straße. Mhm.
Natürlich, die Öffentlichkeit hat immer so, das denkt immer, es ist nur die Kurfürstenstraße. Ja. Aber eigentlich sind es super viele Straßen hier im Kiez. Und ja, es gibt halt diese eine spezifische Transstraße, damit, da sitzen schon ganz viele, aber ich will jetzt nicht rübergehen, weil dann muss ich ewig mich unterhalten. Ja. ich darf jetzt einfach vorbei. Da wird schon Party gemacht. ja, also es gibt halt ja diesen Transstraßenstrich, aber es ist auch nicht so, als müssten die Transfrauen hier auf dem Transstrich arbeiten. Also es gibt auch manche, die arbeiten, die sind mit ein paar Cis-Frauen befreundet und arbeiten an anderen Ecken und ja. Aber die Verlagerung findet nicht so häufig statt. Also das meist im Moment wird sehr stark gentrifiziert. Okay. Also zum Beispiel in Köln gab es ja eine Verlagerung, weil die Stadt den Straßenstrich aus der Stadt raus haben wollte und halt ja, so vertrieben hat. Und dann haben sie ja einen legalisierten Straßenstrich geschaffen. Und haben, also es gibt jetzt in Köln halt einen legalen Straßenstrich, der durch SozialarbeiterInnen auch kontrolliert wird und überwacht wird, was ich würde sagen problematisch ist, weil die soziale Arbeit, also das ist auch ein bisschen die Haltung unseres Projektes, ist ein bisschen so der verlängerte Arm der Polizei. In Köln ist es auch die, der SKF, also der, ist die katholische Kirche, okay, die den Straßenstrich macht. Auch während Corona wurde der dann einfach geschlossen. Ja. Und hier zum Beispiel ist es ja nicht möglich, man kann den Straßenstrich nicht schließen, weil in Berlin gibt es keine, Gott, Moment, jetzt muss ich mir überlegen, wie das, fällt mir das Wort nicht ein. Also in Berlin gibt es keine Sperrbezirke. In anderen Städten oder generell im Rest von Deutschland gibt es ja überall so Sperrbezirke, aber auch aus dieser Historie, dass die Sexarbeit schon immer so überall in der Stadt war und auch der Straßenstrich so groß ist. Es gibt ja einfach keine Sperrbezirke, also ja, die Leute könnten auch entscheiden, irgendwie morgen, sie gehen jetzt in einen ganz anderen Stadtteil, das wäre erlaubt. Mhm. Die Arbeit, die hier stattfindet, ist ja legal. Ja. Das ist eine legale Arbeit. Ja, aber wir haben so groß, also wir haben groß Angst davor, dass es sich verlagert in einen anderen Bereich, weil hier gerade sehr, sehr stark ja, die Gentrifizierung voranschreitet und auch man nicht so ganz das Gefühl hat, dass die Stadt da ein bisschen so unterstützt, dass, ja, es ist immer so hin und her. Auf der einen Seite, also es wäre halt super schlimm, wenn es sich verlagern würde, weil die ganzen sozialen Träger halt hier sind und ja, wie wir wissen, es ist nicht so leicht in einer Stadt wie Berlin an auf einmal neue Räumlichkeiten zu kommen und daher ist das, ja, ich weiß noch gleich, okay, laufen wir schnell. So, jetzt sind wir ganz schnell am Trans, an der Vogelstraße so vorbeigelaufen. Okay, jetzt können wir weitergehen. Genau, wir hatten einen kleinen Schnitt, weil Kasper wurde gerade nur angesprochen. Passiert wahrscheinlich öfter hier. Ja, deswegen meine ich auch vorhin, wir laufen schnell vorbei, ja, genau, weil dann alle... es ist ein bisschen... Also ich komme jetzt eigentlich nur noch sonntagabends immer hierher und das ist dann immer... Also es ist ein bisschen... Wir haben ja keine Räumlichkeiten, also es ist sozusagen, ich würde sagen, Sprechzeiten, wenn wir hier vor Ort sind. Und das wird auch so wahrgenommen. Deswegen, also wenn ich dann immer hier vorbeilaufe, dann kommen immer alle so mit ihren Papieren raus, weil das dann wie so die offene Sprechzeit hat genau, begonnen. Genau, das gerade passiert. Ja. Wir haben es rausgeschnitten, weil ja, es werden natürlich Dinge besprochen, die jetzt auch niemals angehen. Aber möchtest du uns vielleicht einmal in so einen Arbeitsalltag mitnehmen, einer Transsex-Workerin? Ja, also hier auf dem Straßenstrich wird rund um die Uhr angeschafft. Also zu jeder Tageszeit sind Leute hier und das richtet sich einfach danach, wann Leute so arbeiten möchten oder auch wie Leute irgendwie gerade zum Beispiel Geld brauchen. Ja, also bei den Cis-Frauen ist das so, dass da auch viele morgens arbeiten, weil sie vielleicht auch zum Beispiel Kinder haben oder so, die dann vielleicht in der Schule sind oder in der Kita oder irgendwas und so wie auch andere Menschen zur Arbeit gehen, wenn die Kinder betreut werden. Und dann, aber bei den Transfrauen ist das so, dass sie eher zu einer späteren Uhrzeit hier auftauchen. Und ja, aber es gibt dann natürlich auch viele, die auch keine Wohnung haben oder nirgendwo, wo sie so schlafen gehen können. Und das sind dann Personen, die sich eigentlich rund um die Uhr hier aufhalten. Und das sind auch häufig, natürlich nicht nur,
aber es sind auch häufig Personen, die eine Suchterkrankung haben oder auch eine psychische Erkrankung und die einfach keinen Zugang zu einer Gesundheitsversorgung haben und hier eigentlich wirklich alleine gelassen werden. Mhm. Also das muss man auch sagen, dass auch die Queer-Community diese Person alleine lässt und es gibt wirklich, bis auf unser Projekt, und es ist ja ein ehrenamtliches Projekt, gibt es wirklich super wenig Unterstützung für ja, die Transpersonen, die hier sind. Ja, jetzt sind wir gerade... so, jetzt kommen wir in einen Bereich, wo ja auch noch mehr los ist. Ja. Wir laufen jetzt gleich... Vielleicht gehen wir, vielleicht setzen wir uns wohin, wo dann noch mal ein bisschen ruhiger ist und dann können wir auch noch mal so Fragen beantworten. Mhm. Also. Magst du uns einmal mitnehmen, wo wir gerade sind? Ja, wir sind jetzt immer noch auf der Frobenstraße. Mhm. Jetzt sind wir aber schon Ecke Kurfürstenstraße. Und zwar sind wir nämlich jetzt am U-Bahnhof-Eingang Kurfürstenstraße. Und die Kurfürstenstraße ist ja eher die Straße, die so dafür bekannt ist, Straßenstrich zu sein. Mhm. Und viele denken, dass es so die einzige Straße ist, aber ja, das stimmt nicht. hier geradeaus sehen wir auch, wo so erleuchtet ist, so im ersten Stock. Das ist das Frauentreff Olga. Das ist eine Einrichtung vom Drogennotdienst, das ist aber nur für Frauen. Und das ist gedacht für ja, Frauen hier, die eine Suchterkrankung haben oder auch in der Sexarbeit tätig sind. Und dann rechts daneben, da seht ihr hier vorne, wo die Leute auch an das, was so beleuchtet ist hier unten, wo Leute auch so sitzen an den Stufen. Mhm. Das ist Neustart und zwar sind da drin, also da wo die Beleuchtung ist, christliche Fundamentalisten, die hier vor Ort sind auf dem Straßenstrich. Und das, was so in letzter Zeit hier für sehr viel Unmut gesorgt hat, ist, dass diese Einrichtung, also das sind wirklich hardcore christliche Fundamentalisten, also auf dem Level, dass sie noch nicht mal Kondome hier verteilen, weil sie der Meinung sind, dass man ja einfach keinen Sex haben soll. Und die haben jetzt vor kurzem eine sehr, sehr große Förderung, also 400.000 Euro durch das Familienministerium, also durch die SPD erhalten. Ja, und das ist eine Einrichtung, die hat auch keine SozialarbeiterInnen, sondern da sind nur so Frauen aus so kirchlichen Kontexten da engagiert. Aber die haben einfach inhaltlich, also die können weder übersetzen, die können, haben weder überhaupt Ahnung vom Thema Sexarbeit. Ich habe einmal da mit einer Praktikantin geredet, die war der Meinung, also die dachte wirklich, das wurde ja auch so gesagt, als das Praktikum begonnen hat und die war zu dem Zeitpunkt schon seit 2 Monaten da, dass Sexarbeit illegal wäre in Deutschland. Also das wurde ja auch so vermittelt, dass man ja den Frauen hier gerade aus so einem illegalen Geschäft rausholt, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, so großes Drogenschmuggeln oder so. Ja, also hier, wo wir gerade stehen, also jetzt auch hier in der Nähe vom Frauentreff Olga, also das kann man auch bei Google eingeben, findet man auch, hier ist vor allem so der Teil vom Straßenstrich, wo Personen sich aufhalten oder auch arbeiten, die eher eine Suchterkrankung haben. Also das ist nämlich ein bisschen aufgeteilt hier. Also ja, hier sind vor allem Personen, die eher in einer prekäreren Lebenssituation sind. Und jetzt auch hinter mir, also hier an der Ecke von diesem Gebäude, wo das ganze Graffiti dran ist, haben wir auch sonntagabends gemeinsam mit der Berliner Obdachlosenhilfe eine Essensausgabe. Ja, und wir können eigentlich... Ja, wir können eigentlich mal nach vorne laufen. Da ist nämlich noch das LSD-Gebäude. Mhm. Oder ich thematisiere noch einmal ganz kurz. Wir laufen mal eh wahrscheinlich zurück. Nee, lass uns einmal zum LSD nach vorne laufen. Genau. Du sagtest gerade, ihr habt hier keine Räumlichkeiten. Nee. Wollt ihr das auch nicht oder ist das der finanzielle Hintergrund, dass ihr es aktuell noch nicht könnt? Ja, es ist der finanzielle Hintergrund. Also wir erhalten im letzten Jahr und in diesem Jahr von der Stadt 10.000 Euro im Jahr erhalten. Das ist super wenig für ein soziales Projekt und wir verlieren auch diese Förderung im nächsten Jahr, weil wir dürfen innerhalb dieser Förderung nicht wachsen als Projekt, also wir dürfen unsere Angebote nicht wirklich erweitern. Ja. Und wir haben auch eine Fehlbedarfsfinanzierung, also wir dürfen auch keine Gelder einnehmen. Also wir haben wirklich nur diese 10.000 Euro im Jahr. Das heißt, ihr dürft euch auch nicht durch Spenden finanzieren oder sonstiges? Mhm. Nee, also im nächsten Jahr dann schon, weil wir dann weil wir jetzt gesagt haben, wir nehmen diese Förderung nicht mehr an, weil es uns so eher daran hindert, so weiter irgendwie größer zu werden als Projekt. Mhm. Was wir schon machen, ist, dass wir
so Sachspenden annehmen. Also auf unserer Internetseite gibt es schon einen Donate-Bereich. Mhm. Da ist aber eine Liste an Produkten, die wir unbedingt brauchen, die wir, also was ich auch vorhin erzählt hatte, ja, so Sachen, die wir verteilen, wie so Labello, Shampoo, Duschgel, Creme und so. Und die kann man halt online, also am besten einfach online bestellen und da ist so eine Adresse, an die dann geschickt werden. Okay. Und da, das sind aber alles so, also alles lagert bei uns in so Privatwohnungen von Personen. Und ja, unser Fahrrad ist hier schon im Kiez auf einem Grundstück von anderen NGOs oder so anderen Organisationen. Aber sonst ja. Und wir arbeiten eigentlich gerade daran, dass wir eigentlich eigene Räumlichkeiten bekommen. Mhm. Und zwar wollen wir ein Nachtcafé hier eröffnen. Und da sind wir auch eigentlich vorhin schon dran vorbeigelaufen, so Frobenstraße, Ecke Bülowstraße. Da ist so ein, also ist euch wahrscheinlich nicht aufgefallen, dass so eine Räumlichkeit, die gerade leer steht. Mhm. Und da sind wir auch schon in Gesprächen mit dem Bezirk und der Hausverwaltung und so und hoffen, dass das alles so klappt. Wir gehen einmal so rüber für das Bildliche, dass wir dann so zurückgucken können auf den Straßenstrich. Ja, ich würde noch sowas sagen, gleich so zur, auf diese Gentrifizierung weiter eingehen. Mhm. Und dann können wir vielleicht auch so über das nordische Modell oder so genau, reden. Das wollen wir noch besprechen. Genau, aber du hattest eben das mit Corona angesprochen. Hier gibt es ja keine Sperrbezirke, deswegen ist es schwierig gewesen, irgendwie einen Straßenstrich zu sperren. Aber das heißt ja wahrscheinlich nicht, dass es da keine Einschränkungen gab. Ja, also ich würde auch, ich wäre auch sehr, also unser Projekt wäre auf die Barrikaden gegangen, hätte man den Straßenstrich gesperrt. Also es ist sehr wichtig, dass man das nicht tut, weil die Personen, die hier anschaffen, haben sehr häufig eigentlich keinen Zugang zu staatlichen Leistungen. Also natürlich jetzt vorhin hatte ich jetzt Jobcenter-Papiere in der Hand, aber häufig ist das so, dass in den meisten Fällen ist es eigentlich so, dass das Migranten sind, die gar keinen Zugang zu Jobcenter-Geldern haben und komplett auf dieses Geld angewiesen sind. Und nicht nur sie, sondern sehr häufig auch Familien im Ausland. Und es ist während Corona auch weiterhin wichtig gewesen, dass Leute Geld einnehmen konnten. Es gab halt die Corona so Verordnung. Sexarbeit war untersagt. Am Anfang wurde es auch so kriminalisiert. Können ja mal hier warten. Ja. Also am Anfang wurde es auch kriminalisiert. Dann gab es aber irgendwann eigentlich nur ein Sexkaufverbot, also ein sozusagen nordisches Modell. Vielleicht gehe ich jetzt auch schon drauf ein. also es gab ja eigentlich schon. Wir laufen weiter wegen dem Mikro, oder? Ja, ist glaube ich besser. Da werden wir ein bisschen hoch. Also sozusagen gab es eine Abstandsverordnung, die für Kunden fällig war. Während Corona gab es eher ein Sexkaufverbot. Also man durfte keine sexuellen oder erotischen Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder kaufen. Man durfte auch keine Prostitutionsstätte betreiben, was ja auch der Fall ist in Ländern mit einem Sexkaufverbot. Genau. Und vielleicht stellen wir uns darüber. Ja. So, und wir haben halt dann im letzten Jahr und auch teils noch ein bisschen in diesem Jahr halt hier live erleben können, was es eigentlich bedeutet, wenn man wie so ein nordisches Modell oder ein Sexkraftverbot einführt. Natürlich würden jetzt SexarbeitsgegnerInnen noch sagen, das stimmt nicht so ganz, weil die Idee vom nordischen Modell ist, dass man auch massiv Ausstiegsangebote anbietet. Das wird hier aber auch angeboten. Yeah. Also jede Frau, die da steht, jede Person, die da steht, könnte zu eigentlich jedem, also Montag bis Samstag, in eine Anlaufstelle reinlaufen und einen Ausstieg starten. Könnte in eine Anlaufstelle reinlaufen und in ein Frauenhaus vermittelt werden oder sonst was. Aber Leute wollen nicht vom Straßenstrich weg und auch der Großteil arbeitet komplett freiwillig und selbstständig da. Und es gibt gute Gründe, weshalb sie nicht in anderen Berufen arbeiten. Mhm. Und auch zur Zeit einer Kriminalisierung haben wir hier erlebt, also sogar wir im Projekt haben mit Leuten darüber gesprochen, weil wir wussten, Corona wird nicht einfach in 3 Monaten vorbei sein. Ja. Wir haben mit Leuten gesprochen und meinten, hey, möchtest du nicht jetzt versuchen, mal doch nochmal Jobcenter-Anträge zu stellen? Möchtest du nicht versuchen, irgendwie in einem
einem Café einen Job zu bekommen, irgendwo anders. Aber es ist uns wirklich mit keiner Person gelungen, sie in eine andere Arbeit zu vermitteln. Mhm. Es ist auch von den allerwenigsten überhaupt gewollt gewesen, sich was anderes anzuschauen oder so. Mhm. Ja, und das hat einfach viele verschiedene Gründe. Aber ich meine, es ist einfach, ja, Leute haben sich für diesen Beruf entschieden. Und warum sollten sie ja jetzt auf einmal was anderes machen? Also mal kurz zurück, das nordische Modell wurde in einigen Staaten schon eingeführt und das ist so die Idee, die Freier zu bestrafen und die SexarbeiterInnen unbestraft zu lassen und auf diese Weise Prostitution nicht mehr möglich zu machen. Ja. Genau, und da ist natürlich eine etwas idealisierte Vorstellung von dem, beziehungsweise auch etwas überdramatisierte Vorstellung auf der anderen Seite von dem, was das Leben der Personen betrifft, die Sexarbeit machen. Ja. Also die Idealvorstellung, die wollen ja eigentlich alle raus und wir geben ihnen einfach die Möglichkeit und dann gibt es keine Prostitution mehr, wenn wir dann auch noch die Freier bestrafen. Aber das ist mit der Realität und der Praxis, wie du gerade gesagt hast, ja nicht unbedingt vereinbar, ne? Total. Also ja, wir haben natürlich auch, also es ist auch, was für ein Bild von Sexarbeit haben diese Länder eigentlich. Also Kunde oder Kundin zu sein, ist nichts Schlimmes. Das bedeutet einfach nur, dass du jemanden entlohnst für diese Care-Arbeit, die diese Person macht, was eigentlich etwas sehr Feministisches ist. Und ja, man auch dieses Argument von man bestraft die Sexarbeitenden nicht, also das ist komplett absurd. Also wenn man jetzt einer Bäckerei sagen würde, ja, du darfst deine Bäckerei hier betreiben, du darfst deine Brötchen backen, aber niemand darf sie kaufen. Sobald eine Person diesen Laden betritt und sie kauft, kriegt diese Person eine Geldstrafe oder sogar eine Haftstrafe, dann würde auch keine Bäckerei sagen, ah, das ist ein Gesetz, was zu meinem Schutze oder zu meinem Wohle da ist. Nee, weil das bedeutet dann einfach, du hast weniger, also das haben wir auch hier während Corona gesehen, es gab natürlich auch einfach viel weniger Kundschaft. Na sicher. Die Kundschaft ist auch immer sozusagen schlechter geworden. Also das waren eher dann so Leute, die, naja, also wer hält sich dann auch nicht an die Corona-Regeln? Die Leute, die auch davor ein bisschen scheiße waren wahrscheinlich. Und die sozusagen die guten Kunden sind halt weggeblieben, weil sie sich halt einfach an die Corona-Regeln gehalten haben und auch einfach natürlich auch sich nicht anstecken wollten. Oder auch, ja. Und da, ja, also wir hatten viel mehr, also die Preise sind stark runtergegangen hier. Also ja, also und da, das wird noch einige Jahre dauern, dass sich hier vor allem im finanziellen Bereich, dass sich das erholt, weil ja, die Preise sind übelst runtergegangen, weil man einfach viel weniger Auswahl hat an Kundschaft. Du musst dann, ja, dann denkst du halt in deinem Kopf, okay, nehme ich das jetzt für 20, 30 Euro an oder vielleicht habe ich dann einfach 0 Euro am Ende des Abends. Und dann wird halt angenommen und das hat einfach dazu jetzt geführt natürlich, dass die Preise einfach massiv gesunken sind. Wir gehen auch stark davon aus, dass auch einfach viel mehr ohne Kondom zum Beispiel angeboten worden ist, dass viel weniger auf solche Sachen geachtet worden sind. Menschen sind viel eher mit Kunden ins Auto gestiegen, weil sie Angst vor der Polizei hatten, Angst vor Repression hatten. Die Polizei hat ja hier auch zum Beispiel Taschen durchsucht und kontrolliert auf Kondome als Beweismittel, dass man der Prostitution nachgeht. Und was wir hier ganz klar gesehen haben, ist, dass es von der Polizei absolut null Interesse gab, Kunden zu fangen oder Kunden zu bestrafen, sondern eigentlich nur Interesse gab, Sexarbeitende zu bestrafen. Also wir hatten hier immer wieder Frauen, die mit aufs Revier genommen worden sind, die für irgendwas eine Strafe erhalten haben, die Platzverweise bekommen haben, denen es verboten worden ist, sich auf Bänke zu setzen, die beschimpft worden sind, angeschrien worden sind durch Polizisten. Und das ist etwas, was also... Ich habe noch nicht davon gehört, dass überhaupt ein Kunde hier mal angehalten worden ist, eine Strafe bekommen hat. Ja, ja, weil die Personen, die in dem Bereich arbeiten, sind ja die sichtbar sind für das Gewerbe und die sind die Angriffsflächen. Und man sieht auch bei den Erfahrungen in den Ländern, wo es nordische Modell gibt, beispielsweise der Frage, wenn eine Frau oder eine Person in einer Wohnung der Prostitution nachgeht und das kommt raus, verliert sie möglicherweise die Wohnung. Also die Lebensgrundlage, also nicht nur indirekte Bestrafung findet dann ja auch auf diese Weise statt. Ne? Ja. Also ich will noch mal sagen, also es stimmt nicht, dass die Kundschaft nicht sichtbar ist. Die sind ganz sichtbar. Also wir sind auch gerade voll, also eigentlich, wenn wir jetzt gleich vorbeilaufen, jeder Typ, der hier rumläuft und umherschaut, ist ein potenzieller Kunde. Es gibt eigentlich nicht wirklich viele andere Gründe, warum als Mann... Es gibt aber Bereiche, wo beispielsweise was über Internet vermittelt wird, da sieht man vorher nicht. Also der ist jetzt freier, der nicht. Also das ist...
Also auf so Portalen wie Kauf mich und so mussten die Kunden genau auf ein Profil erstellen und zu schreiben. Also man, und diese Profile sind da auch gelistet. Also die könnte man auch, ja. Aber also es gibt ja auch, also Sexarbeit ist ja legal in Deutschland, deswegen. Also da gab es jetzt auch nicht. Ja, aber jetzt hier auf dem Straßenstrich würde ich schon sagen, also man hätte die Kunden genau so wie Sexarbeiten anhalten können, aber hat man nicht gemacht. Ja. Und ja, und was du auch meinst, also ja, in Ländern zum Beispiel, jetzt sagen wir mal Beispiel Schweden, also das nordische Modell ist auch in allen Ländern sehr unterschiedlich. Es ist nicht das gleiche Modell überall. Und jetzt ein Beispiel von Schweden, also in Schweden ist es unglaublich moralisch aufgeladen. Und da gibt es ordentliche Strafen, wenn du in der Sexarbeit bist. Es gibt natürlich ja keine Strafe dafür, der Prostitution nachzugehen, aber du verlierst deine Wohnung. Also sobald die Polizei herausfindet, wo du wohnst, melden sie das deinem Vermieter oder deiner Vermieterin, denn es ist illegal, in Schweden eine Wohnung für Sexarbeitende zur Verfügung zu stellen. Dadurch haben halt Vermietende Angst, sich strafbar zu machen und kündigen damit einen Mietvertrag. Es ist auch illegal für Banken, irgendwelche Geschäfte, die mit Sexarbeit zu tun haben, also du verlierst auch dein Bankkonto dann. Wenn du migrantisch bist, wirst du abgeschoben. Wenn du Kinder hast, werden dir deine Kinder sofort entzogen. Also ich kann allen empfehlen, sich die Doku anzuschauen. Also ganz großes Trigger-Warning für ganz viele verschiedene Themen. Also nur, wenn man wirklich darauf vorbereitet ist. Aber die Doku heißt, wo SexarbeiterInnen keine Rechte haben. Die ist von Arte, glaube ich. Und super intens über ja auch über dieses Thema des Kindes, ja, dass die Kinder weggenommen werden. Also wirklich, du siehst dann dein Kind nie wieder. Also die Polizei erfährt das und dein Kind wird dann aus der Schule abgeholt und du wirst es nie wiedersehen. Oder vielleicht nur noch in solchen begleiteten Besuchen oder so. Aber es gibt jetzt auch Fälle wie in dieser Doku, wo diese Kinder nie wieder gesehen worden sind. Und das sind auch harte Strafen. Also da würden auch manche Eltern natürlich lieber eine Haftstrafe absitzen, als ihre Kinder nie wieder zu sehen. Und da kann man nicht sagen, dass man Sexarbeitende nicht bestraft. Genau, aber das ist ja auch hier in Deutschland eine Diskussion. Und ich hatte das im Bundestagswahlkampf auch so ein bisschen. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es sehr stark moralisch aufgeladen war. Also wo allein die also es ging grundsätzlich um eine philosophische Frage, darf man Sex kaufen oder nicht? Und solche Fragen, wie du es gerade erwähnt hast, oder wie diese Leute, die es betrifft, dann auch betreffen würde, die wurden gar nicht so behandelt. Weil es ging einfach um die grundsätzliche philosophische Frage, ist die Käuflichkeit von Sex nicht eine Entmenschlichung der Person? Und wahrscheinlich eher nicht, darf man Sex kaufen, sondern darf man Sex käuflich anbieten. Auch das, ja genau. Aber das war eine sehr, ich hatte das Gefühl, eine überraschend moralisch aufgeladene Diskussion. Das finde ich gerade auch das Interessante, das ausgerechnet Schweden, die ja früher normalerweise ein bisschen liberaler waren. Aber sind die nicht auch beim Thema HIV super? Muss man da nicht bis heute noch, wenn man HIV-positiv ist, immer vor dem Sex sagen? Ich rede jetzt von den 70ern. Das war Okay, wollte man sagen. Also ich will ja noch einige, auch bei Drogenpolitik sind sie richtig schön. Aber früher hatte man den Eindruck, der so skandinavischen Länder so ein bisschen voran. Und man hat den Eindruck, dass so ein bisschen Backlash ist. Und der greift auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen stärker um sich. Ja, und es kommt auch nicht aus irgendwo. Dass das nordische Modell jetzt weltweit so propagiert wird, weil Schweden hat ja einen Beauftragten, dessen Job es ist, durch die Welt zu reisen und das nordische Modell anderen Ländern als Supermodell darzustellen, obwohl es bis heute keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass es überhaupt funktioniert oder überhaupt Rechte gestärkt. Es gibt eigentlich total im Gegenteil. Es gibt eigentlich nur noch Beweise, dass es nicht funktioniert, dass es dazu führt, dass Leute abgeschoben werden, dass Leute extrem prekär leben, dass STI-Zahlen sind hochgegangen. Also ja. Also sexübertragbare Krankheiten. Ja. Genau. Und die Frage der Sichtbarkeit ist dann natürlich auch wieder, weil da kannst du, wenn du der Prostitution nachgehst, das ja wirklich nur ganz unsichtbar machen, in der Hoffnung, dass du nicht entdeckt wirst. Ja, du kannst nicht in einem Bordell arbeiten, du kannst nicht in einem Stripclub, also Stripclubs sind ja auch verboten in Schweden. Also ja, es geht um Moral. du darfst halt nirgendwo arbeiten, also an Orten, wo es eigentlich sicherer ist. Mhm. Auch zum Beispiel Sachen wie Straßenstrich, wenn du es hier legalisiert hast. Also du kannst ja auch hier die Polizei rufen, wenn dir was passiert. Natürlich, weil du arbeitest hier legal. Und du hast ja auch andere KollegInnen, die hier sind, auch Nachbarschaft und so. Also es macht alles nur noch unsicherer. Mhm. Und ja, es ist komplett moralisch. Also ich würde auch sagen, auch zu dieser Frage, irgendwie ist es okay, Sex zu kaufen oder sexuelle Dienstleistungen oder erotische Dienstleistungen. Also ich finde natürlich, es ist einfach
alle Menschen haben schon so ihre eigene Themen rund um das Thema Sex. Aber es gibt auch ganz andere Berufe, die auch super intim und emotional sind, wo wir niemals das so in Frage stellen würden, heutzutage, ob das okay ist. Also zum Beispiel, wenn wir uns auch den ganzen Pflegebereich anschauen. Mhm. Eigentlich historisch ist das so komplett normal, dass eigentlich die Familie eine Person pflegt und für die Pflege zuständig ist. Und wenn wir jetzt bedenken, was man alles, vor allem in Leute, sehr viel Pflege in Anspruch nehmen. Also da geht es ja auch darum, dass Leute gewaschen werden, dass Leute auf Toilette gebracht oder begleitet werden. Und das sind so Sachen, dass viele Menschen können sich das nicht vorstellen, in solchen Berufen zu arbeiten. Das ist einfach auch ein sehr, sehr intimer Beruf und sehr körperlich naher Beruf. Und warum ist das zum Beispiel okay zu erkaufen, aber eine sexuelle Dienstleistung nicht? Ja. Und da ist es echt, also ist es einfach, ich würde sagen, komplett antifeministisch, weil der Grundgedanke ist dabei, es ist einfach Slutshaming. Also man denkt, dass Sexarbeitende ihr Körper oder auch ihre Person an Wert verliert, desto häufiger sie Sex haben. Und das ist eigentlich eine super antifeministische Überlegung, weil da denkt man, sagt man halt, ja, es sind, dass Frauen irgendwie weniger wert sind oder dreckig oder verunreinigt oder beschmutzt sind, weil sie mit vielen Kunden Sex haben. Ich habe ein bisschen die Erfahrung gesammelt, dass Leute, die das nordische Modell befürworten, ein Problem haben, mit Sexarbeiterinnen selbst darüber zu sprechen. Mit dem Argument, ist ja klar, was von denen kommt. Total. Also die allerwenigsten haben überhaupt Kontakt zu wirklichen Sexarbeitenden. Die haben häufig Kontakt zu Personen, die sozusagen ausgestiegen sind. Also ich würde mal sagen, das sind Umorientierungen. Wir würden bei anderen Berufen niemals sagen, dass sie dann Ausstieg machen, sondern sie machen einfach einen anderen Beruf. Und es ist sehr häufig so, dass sie mit Leuten Kontakt haben, die halt aufgehört haben, in der Sexarbeit zu arbeiten und auch nicht mehr profitieren von der Sexarbeit. Also es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, weil das sind Personen, die sind keine Sexarbeiter in diesem Moment. Weil, wenn sich das Gesetz ändert, haben sie, also hat das für sie ihr Leben keine Auswirkung mehr, weil sie ja nicht mehr der Sexarbeit nachgehen. Also können sie, also ich würde auch ganz, ganz klar sagen, sie können sich nicht mehr dazu äußern, zu Gesetzessachen. Dazu sollten sich eigentlich nur Sexarbeitende äußern, die auch aktiv noch arbeiten, weil es betrifft ihr Leben und ihre Arbeit. Und ja, und häufig gibt es halt nur Kontakt zu diesen Leuten, die ausgestiegen sind. Und was ich sehr, sehr viel beobachte, ist, das sind sehr häufig auch Personen, die unterschiedliche, also die häufig vielleicht auch von Gewalt erlebt haben in der Arbeit oder einfach, es soll jetzt nicht so fies rüberkommen, aber für die, also die wirklich nicht dafür gemacht sind, in der Sexarbeit zu arbeiten. Also Menschen, die auch erzählen, dass es super emotional anstrengend für sie war, in der Sexarbeit zu arbeiten oder dass sie auch super Probleme hatten, Grenzen zu setzen. Und häufig habe ich auch von auch Ausbeutung gehört, wo ich sagen muss, ja, das sind Personen gewesen, die auch häufig richtig Probleme hatten, Grenzen aufzuzeigen, so wirklich selbstbestimmt zu arbeiten. Mm. Und das ist etwas super Wichtiges, dass man... Letztlich ist ja jede Geschichte anders und jeder Mensch ist anders damit umgeht. Übrigens habe ich solche Äußerungen auch von Leuten gehört, die tatsächlich auch in der Pflege arbeiten. Dass da emotional nicht klar kam. Also interessante Parallele wieder. Ja, total. Genau. Und da im Vergleich ist ja die Pflege noch scheiße bezahlt. Ja. Und hier verdienst du, also muss ich auch immer sagen, also ich finde... Also wir sagen ja auch immer, Armut bekämpfen und nicht Sexarbeit. Die allergrößte, also jetzt auch jetzt mit der Ampel, jetzt auch mit, dass wir wissen, dass wahrscheinlich jetzt 12 Euro Mindestlohn kommt, das wird unglaubliche Auswirkungen haben, weil super viele Leute in der Sexarbeit arbeiten, weil sie ja zum Beispiel vom Mindestlohn nicht leben können, weil sie sozusagen wie aufstocken müssen, sie keinen Hartz IV beantragen können oder so, nicht auf andere Weise aufstocken können. Oder auch Menschen, die zum Beispiel gar nicht legal hier arbeiten dürfen, also die eigentlich gezwungen sind, schwarz zu arbeiten, weil sie zum Beispiel aufgrund von Visum und so weiter oder gar nicht wissen, wie sie an eine Steuernummer kommen und so. Und es gibt ja sehr wenig... es gibt immer noch sehr wenig Hilfe für Menschen, die auch zum Beispiel auch innerhalb Europas hierher migrieren und anfangen wollen. Ja, aber ja, in keinem, also wenige Berufe, also eigentlich wahrscheinlich kein anderer Beruf, in dem du ohne Abschlüsse oder so, ohne Bewerbungsgespräch einfach anfangen kannst und so viel verdienst. Und natürlich, also es wird hier massiv Geld dann auch ins Ausland geschickt. Ja, sicher.
genau. Aber es gibt auch verschiedene Arten von Prostitution, wenn man gerade über körpernahe Dienstleistungen spricht. Es gibt Menschen mit Behinderungen, für die gibt es auch Leute, die sich darum ein bisschen drauf spezialisiert haben, die auch sexuell zu begleiten. Und das, für die das vielleicht die einzige Möglichkeit ist, auch sexuelle Erfahrung zu sammeln. Das sollte man auch nicht vergessen. Ja, auch nicht nur Menschen mit einer Behinderung. Also es gibt auch ganz viele Menschen, die einfach generell ja, so ein sozial ein bisschen Schwierigkeiten haben, Leute kennenzulernen oder Menschen, die auch super einfach nur vereinsamt sind oder vielleicht auch, also wirklich nicht nur Behinderung, also gibt viele Gründe, weshalb es vielleicht Leuten schwerfällt, sonstig irgendwie Sex zu haben. Und es gibt auch einfach Menschen, die vielleicht irgendwie was machen wollen, was vielleicht die Partnerin oder der Partner nicht machen möchte oder, keine Ahnung, sind gerade Single. und ich finde auch, also ich muss immer sagen, ich finde es viel ehrlicher, einfach zu zahlen, als, wir wissen auch, wie manche irgendwie Gay-Romeo-Dates oder so sind, als dann so für nichts so ein Scheiß-Date zu haben. Ja, also ich finde es, ich muss sagen, also natürlich, Sexarbeit wird es so nur in so einem kapitalistischen System oder auch in vielleicht ähnlichen Systemen geben. In der Utopie würde ich auch sagen, wird es Sexarbeit nicht geben. Also wenn wir, aber in der Utopie würde ich auch sagen, gibt es auch keine Arbeit mehr und auch nicht so wirklich Geld, was wir so, und es wird mehr Gerechtigkeit geben. Mhm. Also viele Gründe, weshalb Leute überhaupt in der Sexarbeit arbeiten oder auch Sexarbeit in Anspruch nehmen, wird es einfach nicht mehr geben. Aber in der heutigen Zeit schon. Mhm. Aber kein Geld gibt es nur bei Star Trek. Da sind wir noch ein bisschen von weg, ne? Ja, ja. Aber irgendwann, wenn wir dann Kommunen sind, ja, vielleicht gibt es dann schon noch so Leute, die irgendwie erotische Dienstleistungen anbieten, aber vielleicht nicht so gegen Geld. Vielleicht gibt es so Kommunenbeauftragte, Sexarbeitende. Ja. Ja, aber ja, es gibt super verschiedene Bereiche in der Sexarbeit. Also viele auch nicht. Also erotische Massage und Tantra ist auch Sexarbeit. Natürlich der ganze Pornobereich, Strippen. SM, so die Dominas, genau. Ja, dann gibt es noch SM, ja. BDSM-Bereich. Ja, Straßenstrich, Laufhaus, Bordell, Escort. Super vieles. Dann so ganze Fetischbereiche, wo Leute sich spezialisiert haben. Ja. Genau. Jetzt kommen wir mal zurück zu unserem Standort. Wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir so ein bisschen reingelaufen, immer noch in der Kurfürstenstraße, an so einer Ecke. Aber jetzt laufen wir wieder zurück, würde ich sagen. Ja. Weil jetzt schauen wir nämlich so direkt auf ganz bekannt hier so Woolworth und das LSD. Das LSD ist ein so Sexshop, wo es auch so Pornokabinen gibt, wo Leute halt, wo Sexarbeiter mit Kunden reingehen. Und halt im Sexshop natürlich irgendwie Sachen für die Arbeit kaufen können. Und da fangen wir jetzt auch schon an mit diesem Gentrifizierungsthema, weil also das LSD soll abgerissen werden, das Woolworth auch. Und das wurde halt vor ein paar Jahren gekauft. Kurz warten. Ja, es wird abgerissen, das sieht man jetzt auch schon ein bisschen, dass hier schon diese ein bisschen so Baustelle schon anfängt. Und da sollen jetzt Bürogebäude raufgebaut werden, also zwei große Türme. Mhm. Und wir laufen jetzt auch weiterhin gleich die Kurfürstenstraße weiter runter und da sehen wir dann auch noch ganz, ganz viele Neubauten. Also wenn man sich jetzt hier ein bisschen rumläuft, vieles wird abgerissen, vieles neu gebaut. Hier die Potsdamer Straße ein bisschen runter entstehen auch gerade die Sony Headquarters. Da wurde auch schon vieles abgerissen und neu gebaut. Und hier die Potsdamer Straße ist auch früher eigentlich ganz groß. Also das ist eigentlich der historische Straßenstrich, aber der ist schon weggentrifiziert worden. Also wenn man hier die Straße runtergeht, dann sieht man an den Seiten nur noch so ganz, ganz schicke irgendwie ganz schicke Optika, Boutiquen, es gibt auch so ein Hutgeschäft und so ganz bisschen teurere Cafés. Also da ist nicht mehr Straßenstrich und deswegen hat sich stärker jetzt auf die Kurfürstenstraße und sonstige Straßen verlagert. Ja, wir laufen jetzt nochmal jetzt am LSD vorbei und im Woolworth die Kurfürstenstraße runter. Und ich würde auch einfach immer sagen, man kann auch wirklich überall reingehen. Also keine Angst davor, ins LSD zu gehen oder sonst hier so rumzulaufen. Ja, weil ich glaube, viele haben einfach immer, denken irgendwie, dass es
Ich meine, man sollte natürlich niemals hierher kommen, so zum Gaffen oder Fotos Nein. machen oder irgendwas, aber das ist auch einfach hier ein Teil der Stadt und man kann sich das voll gerne einfach mal so in Real Life anschauen, weil dann hat man auch ein bisschen weniger, glaube ich, solche stereotypischen Bilder vor Augen. Mhm. Ja, hier auf dem LSD-Parkplatz wird sehr viel verrichtet, weil ein großes Problem hier ist, es gibt so nicht wirklich Orte, wo Leute hingehen können mit den Kunden. Okay. Also man kann halt im LSD so eine Kabine nehmen. Wir waren ja schon mal im Stundenhotel Stockholm. Es gibt in der Steinmetzstraße noch eine andere Pension. Es gibt das kostet halt immer dann mehr. Ja, es ist immer mehr und es gibt auch viele Kunden, die nicht so viel überhaupt zahlen. Also wenn du wirst nicht 20 Euro für ein Zimmer zahlen, wenn der Blowjob 20 Euro kostet. Genau. Also, und das heißt eben, dadurch, dass die freie Arbeit hier so ist, gibt es auch keine Räume, wo man Safe Spaces hat? Es gab früher ganz viele Pensionen hier, die genau dafür waren. Ja. Aber die wurden halt immer mehr geschlossen und weggentrifiziert. Und auch von der Stadt hat man sich nicht wirklich darum gekümmert, dass andere Arbeitsorte zur Verfügung gestellt werden. Und es gab hier auch ein bisschen früher noch ein bisschen mehr so Ecken, in die Leute halt reingehen konnten, so dunkle Ecken. Die wurden dann alle so abgezäunt und auch Parks hier und Spielplätze sind jetzt abgezäunt. Also um 8 schon Uhr gesehen. Wird, ja. Also wenn man hier rumläuft und drauf achtet, merkt man das ganz schnell, dass alles Mögliche hier abgezäunt ist und das ist erst in den letzten paar Jahren so passiert. Und dadurch sind immer mehr Orte weggefallen und das macht es immer schwieriger für Leute. Das bedeutet natürlich auch, dass weniger Kundschaft kommt, weil du bist dann voll genervt. Ja, und es macht auch gefährlicher, ne? Ja, total. Weil Leute müssen dann noch weiter weggehen oder sich noch stärker verstecken mit den Kunden. Ja, was es schon hier gibt, daran sind wir jetzt auch schon ein paar Mal vorbeigelaufen, gleich kommen wir nochmal dran vorbei, ist, es gibt solche Öko-Toiletten. Mhm. Das sind so Spantoiletten, die kennen manche Leute von so Festivals oder irgendwelchen Veranstaltungen. Und auf diesen Toiletten, ja, also da ist kein fließendes Wasser, man kann sich nicht die Hände waschen. Mhm. Und die sind wirklich errichtet worden mit dem Plan, dass Leute mit Kunden auf diese Toiletten gehen. Mhm. Die werden also für auf Toilette gehen benutzt, weil hier gibt es auch sonst nicht wirklich öffentliche Toiletten. Ja. Also die werden für aufs Klo gehen benutzt. Die werden mit, also diese Toiletten. Das war übrigens gerade ein E-Scooter, damit die Leute das einordnen. Nee, da schneiden wir raus. Also diese Öko-Toiletten, die werden halt für, für auch als Toilette benutzt. Die werden dann aber auch mit Kunden halt benutzt für Sex und natürlich auch für den Drogenkonsum, weil hier auch kein Konsumraum ist. Und das bedeutet, dass du hast eine Toilette auf, die immer zugemüllt ist und richtig dreckig ist und es ist wirklich, ekelig. Also es ist menschenverachtend. Ja. Mhm. Also das ist menschenverachtend, dass die Stadt das bereitstellt als Lösung, als Lösung, dass da Leute, wir sehen die jetzt schon, jetzt ist die Tür auf, dann kann man ganz kurz reingucken, sonst würde ich nicht mal die Tür anfassen, um da reinzugehen. Also wir wirklich nicht, also es gehen auch wirklich nicht alle Sexarbeitenden innen auf die Toilette und ich glaube auch, bin mir relativ sicher, dass auch nicht alle Kunden das mitmachen. Aber natürlich, für viele gibt es nicht so große Alternativen. Das Problem ist auch, es ist wirklich vieles sehr schlecht durchdacht. Es ist auch extrem dunkel da drin, wie man jetzt auch merkt. Ja. Und es ist sehr dunkel da drin und das führt auch dazu, dass Leute, wenn sie sich zum Beispiel Drogen spritzen, dass sie halt die Venen nicht treffen, dass sie sich verletzen, dass es mehr Entzündungen gibt, dass auch häufig Blutspritzer überall sind, weil die Leute die Venen nicht getroffen haben. Mhm. Ja. Also es sind viele Gründe, warum das super scheiße ist. Du sagtest gerade, darin kann man sich auch nicht die Hände waschen. Gibt es hier irgendeinen Ort, wo man sich hygienisch wieder reinmachen kann? Nee. Okay. Deswegen verteilt ihr ja auch diese Feuchttücher. Deswegen verteilen wir auch Desinfektionsmittel, Feuchttücher. Es gibt halt natürlich tags, also Montag bis Samstag, während der Öffnungszeiten vom Olga, also die haben so Kaffeezeiten von 14 bis 20 Uhr. Dort ist auch eine Dusche und da kannst du auch auf Toilette gehen und deine Hände waschen. Aber auch während Corona war es dann natürlich auch so, dass nicht so viele Leute mal rein durften. Und ja, und die haben nicht nachts geöffnet, also um 20 Uhr machen die zu. Und wenn manche kommen erst um 20 Uhr überhaupt hierher. Ja, und deswegen verteilen wir diese Sachen auch nachts. Und zum Beispiel auch Feuchttücher ist so das Allerbeliebteste, was wir hier verteilen. Und ganz wichtig natürlich auch Desinfektionsmittel und ja. Man sieht jetzt auch hier wieder, jetzt stehen wir nämlich gerade vor der 12 Apostelkirche. An der Else-Lasker-Schülerstraße. Ja, also sind wir noch
so Kurfürstenstraße, jetzt ganz viele Ecken in andere Straßen. Mhm, genau. aber ja, auf dem Platz vor der 12 Apostelkirche. Hier ist auf diesem Platz auch diese Öko-Toilette. Direkt gegenüber sind jetzt so ganz große Neubauten. Mhm. An denen hinter uns vorbei. Auch, das ist auch schon bewohnt. Ja, und das ist auch schon seit einer Weile, glaube ich, fertig. Ja. Aber ja, auch neu. Und oh mein Gott, war laut. Ja, und man sieht jetzt auch natürlich hier, wenn man hier durchschaut, in diese, ich glaube, diese Straße, die du gerade gesagt hast, Else-Lasker-Schüler-Straße, ja, dann sieht man auch wieder den Neuendorfplatz. Also wir sind ja eigentlich hier nur so in einem Kreis rumgelaufen. Wir sind weiterhin noch hier so im Regenbogenkiez unterwegs. Ja, ich würde noch... Ja, ich habe nur eine ganz kurze Frage, nämlich wenn wir über Rechte und Gesetze gesprochen haben. Es gibt ja das Prostituierten-Schutzgesetz. Kannst du da mit ein paar Sätzen vielleicht eine kleine Einschätzung zu geben, wie gut das ist und ob das... Ja, also ich und auch unser Projekt sind für die Abschaffung des Prostituierten-Schutzgesetzes. Es hat, also wir schreiben auch immer den Schutz in Anführungszeichen, weil es eigentlich Sexarbeitende nicht schützt, sondern eigentlich die Lage viel prekärer gemacht hat. Sexarbeitende, um legal arbeiten zu dürfen hier in Deutschland, müssen sich nämlich jetzt, also früher war das einfach nur so, dass sie sich einfach beim Finanzamt melden mussten und einfach dann so eine Steuer gezahlt haben und es einfach als Arbeit angeben konnten. Normales Gewerbe. Ja, es ist einfach ein Gewerbe, man gibt es an, man zahlt die Steuer, man kann Krankenversicherungsbeiträge, Rentenversicherung, alles machen. Man ist einfach nur selbstständig, man hat einfach ein selbstständiges Gewerbe. Und seit dem Prostituierten-Schutzgesetz muss man sich registrieren bei der Behörde. Und man muss auch eine Zwangsberatung machen. Das ist so sehr ähnlich, wie wenn man einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen möchte. Da muss man ja auch sich erstmal so eine Zwangsberatung anhören. Und für Sexarbeiten ist es so, dass man diese Beratung einfach regelmäßig wiederholen muss. Also du musst dir immer wieder die genau gleiche Beratung anhören. Wenn du unter 21 bist, ist das alle 6 Monate. Und über 21 ist es einmal... Ja, alle 2 Jahre, ich muss mir kurz noch überlegen. Aber jedenfalls, es wiederholt sich. Mhm. Und man muss diese Beratung machen und dann muss man nochmal zum Amt gehen und sich dann auch registrieren. Und dann wird man auf so einer Liste geführt mit anderen Sexarbeitenden im Bundesland. Man muss auch angeben, in welchen Bundesländern man alles arbeiten möchte. Wenn man ein Bundesland nicht angibt und dann da arbeitet, macht man sich wieder strafbar. Und oder vielleicht nicht strafbar, ist vielleicht nicht der juristische Term dafür, aber auf jeden Fall kann man dann... Ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, ist eine Ordnungswidrigkeit. Und es wird dann so alles kontrolliert und man muss dann auch einen Hurenpass mit sich führen. Mhm. Also man kriegt dann so einen Ausweis, auf dem auch ein Foto von einem drauf ist, der Name und einfach vermerkt wird, dass man in der Sexarbeit tätig ist. Und das musst du dann der Polizei vorzeigen, wenn du jemals so kontrolliert werden würdest bei der Arbeit. Zum Beispiel, wenn es eine Razzia oder so in deinem Bordell geben würde, müsstest du das dann vorzeigen. Und das ist etwas, was wir ganz stark ablehnen, weil das super stigmatisierend ist. Auch diese Beratung, die hat, das ist so gemacht, damit irgendwie gesagt, also es wird gesagt, man könnte ja dann sehen, wenn Leute unter Zwang stehen. Es ist aber bis heute also noch niemand so wirklich aus der Zwangssituation geholfen worden, die in dieser Beratung war. Also deutschlandweit weiß man von keinem Fall. wenn man unter Zwang steht, dann würde man ja einfach sich nicht registrieren gehen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, durch diese diskriminierende Art und Weise trauen sich da auch einfach viele nicht hin, ne? Und machen es dann vielleicht auch einfach. Viele wissen auch gar nicht, dass man das machen muss. Ja. Also dann musst du ja erstmal so der deutschen Sprache mächtig sein und dann auch nochmal so Amtssprache, das Gesetz lesen. Allein der Name dieses Gesetzes ist ja auch schon typisch deutsche Amtssprache. Ja. Prostituierten-Schutzgesetz. Ja, und vor allem für Menschen, also ich meine, super viele Menschen in der Sexarbeit sind ja auch einfach in prekären Lagen und da hast du nicht so auf dem Schirm, also dann kümmerst du dich gar nicht drum. Oder wir haben das jetzt auch letztens mit einer Frau, habe ich auch letztens begleitet, wo wir das jetzt machen mussten für einen Jobcenter-Antrag und so. Und das ist ein super Aufwand, vor allem für Menschen, die zum Beispiel keinen Wohnort haben oder so. Also da musst du erstmal diese Person finden und dann ist da keine Übersetzung und Und in diesem Gesetz sind nochmal ganz viele andere Sachen, also gerne sich das einfach online nochmal durchlesen oder schauen. Zum Beispiel Hydra e.V. ist ein Verein aus Berlin oder Madonna aus NRW. Ja, können auch rüberlaufen. Genau, wir gehen jetzt mal über die Straße. Ne? Ja. Genau, Madonna e.V. Ja, Madonna e.V. NRW, die werden alle wahrscheinlich so ein Statement zu diesem Gesetz haben.
kann man sich gerne durchlesen, weil in diesem Gesetz steht noch ganz viel mehr drin. Also zum Beispiel ist das Arbeiten, das selbstständige Arbeiten in der Wohnung nicht mehr erlaubt. Mhm. Die Wohnung muss man nämlich jetzt als Bordelle registrieren, aber dafür brauchst du ja auch so eine Genehmigung. Also ja. Du darfst nicht einfach so ein Bordell, also es ist nicht so, als würdest du einfach ein Formular ausfüllen und dann ist deine Wohnung ein Bordell, sondern das musst du erstmal genehmigt haben und da gibt es ja auch, dafür gibt es schon so Sperrzonen. Es darf nicht in der Nähe von der Schule sein, von der Kirche, von der Senioreneinrichtung, sonst was. Mhm. Und was super verbreitet ist eigentlich, ist, dass sich vor allem Frauen sich eine Wohnung gemeinsam anmieten und einfach die Miete teilen und wie ein Kollektiv arbeiten. Ja. Und diese Kollektivarbeit ist jetzt verboten. Wieder mal sehr antifeministisch. Ja, zumal diese Kollektivarbeit könnte ich mir vorstellen, auch eine gewisse Sicherheit dann auch bringt. Ne? Mhm. Ja, total. Weil dann weißt du irgendwie, Dienstag ist noch meine andere Kollegin auch von dann bis dann in der Wohnung. Ja. Dann weiß ich, sie ist im Zimmer nebenan, wenn irgendwas ist, ist jemand auch da und man ist halt nicht alleine. Man hat einen sauberen Ort zum Arbeiten, man hat Ruhe, man hat meistens ja auch vielleicht so eine Küche oder so, wo man noch sich was zu essen machen kann, was trinken kann, warm ist. Also ja, es ist eigentlich für viele sehr, sehr guter Ort zum Arbeiten. Und ja, das ist aber nicht mehr erlaubt, weil jetzt muss eine Person aus diesem Kollektiv muss jetzt Bordellbetreiberin werden. Mhm. Auch wenn sie eigentlich Sexarbeiterin ist, muss sie jetzt Bordellbetreiberin werden. Die Wohnung muss als Bordell geführt werden und also als Prostitutionsstätte. Mhm. Und dann wurden dann noch mal mehr Auflagen sind dazugekommen. Also es gibt jetzt so ganz viele Auflagen für wie die Wohnung eigentlich auszusehen hat und so arbeitsrechtliche Sachen, die aber super. Also zum Beispiel muss man so zwei Bäder haben. Mhm. Eins für die Sexarbeitenden und eins für die Kundschaft. Aber finde mal in Berlin eine Wohnung, wo du zwei Bäder hast mit zwei Duschen und die dann noch irgendwie affordable ist, dass du das so aufteilst. Und dann darfst du ja nicht in bestimmten Gebieten sein und so. Würdest du sagen, dass der Gesetzesgeber menschenfeindliche Bedingungen in der Sexarbeit eher schürt, als sie bekämpft? Ganz klar. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es gewollt ist, dass auch hier in Berlin, ich würde auch schon so sagen, dass es teils, also es würde wahrscheinlich hier niemand vom Bezirk oder sonst was so öffentlich sagen, aber ich glaube schon, dass es teils gewollt ist, dass hier Gewalt passiert, dass Leute schlechte Arbeitsbedingungen haben, weil warum werden denn dann sonst Parke abgeriegelt? Man hat in den letzten Jahren alle Bänke hier entfernt, Leute können sich nicht mehr hinsetzen. Mhm. Es gibt eigentlich schon massiv überall in der Stadt Trinkbrunnen, hier gibt es keine. Mhm. Hier gibt es keine Toilette, hier kann man sich nicht die Hände waschen. Man hat alle Pensionen und Arbeitsorte entfernt. Mhm. Es gibt super schlechte Beleuchtung hier in diesen Straßen und das ist nicht gewollt von den Sexarbeitenden. Mhm. Also das ist auch etwas, was historisch schon überall auf der Welt sehr häufig so war. Man zwingt Leute sozusagen zum Ausstieg oder zur Umorientierung, weil man einfach die Arbeitsbedingungen so verschlechtert, dass Leute sich nicht mehr vorstellen können. Das nicht mehr aushalten können. Das nicht mehr aushalten, ja. Verstehe. Aber das hat dann nicht so mit der Sexarbeit zu tun, sondern sie halten es nicht mehr aus, dass die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Ja. Und was ja auch jetzt hier in Berlin neu ist, das Anfang des Jahres, bin ich auch mit in der Gruppe, wurde innerhalb von der FAU, also der Freien ArbeiterInnen-Union, wie heißt diese Gewerkschaft? Hast du das? Wofür steht das U? FAU? FAU ist... FAU? Ich sage jetzt einfach FAU in diesem Podcast. Sag einfach FAU, also, innerhalb von Berlin, in der FAU, wurde Anfang des Jahres eine Gewerkschaft für SexarbeiterInnen oder eine gewerkschaftliche Vertretung gegründet. Ja. Und das ist jetzt so zum allerersten Mal in Deutschland, dass es überhaupt eine gewerkschaftliche Vertretung für Sexarbeitende gibt, weil das einfach jahrelang Verdi verhindert hat. Also es gab super viele Sexarbeitende, die immer wieder das versucht haben mit Verdi, aber Verdi da null Interesse hatte, Sexarbeitende zu vertreten.
Und ja, jetzt ist es mit der FAU endlich passiert. Und da ist jetzt auch unser Plan in nächster Zeit, im nächsten Jahr vor allem, dass wir auch uns hier den Bereich des Straßenstrichs anschauen und dann über die Gewerkschaft an den Bezirk und an die Stadt herantreten. Weil eigentlich ist es ja so, dass hier der Bezirk sozusagen den Arbeitsort zur Verfügung stellt oder für den Arbeitsort so zuständig ist. Und hier ist immer noch offen. Okay, ja, hier wird auch abgesperrt. Wo sind wir hier? So, wir laufen jetzt gerade noch mal weiter. Oh mein Gott. Ah, jetzt sind wir in der Lützowstraße. Mhm. Und zwar ist auch nicht so weit entfernt hier die Straße runter, das Schwule Museum, ja, was ja viele kennen. Und jetzt stehen wir gerade, ich habe jetzt vergessen, wie dieser Platz hier heißt, so dieser Park. Aber hier in der Lützowstraße ist auch noch so ein Park und ein Spielplatz und so, was auch abgezäunt ist. Jetzt stehen wir hier gerade so im Dunkeln. Und hier in der Gegend, also auf der einen Straße, wo wir gerade hier hochgelaufen sind, arbeiten vor allem Frauen aus Ungarn, also Cis-Frauen aus Ungarn. Und jetzt, wo wir gerade entlang laufen, sind jetzt halt so vor allem Frauen aus Rumänien. Und ja, wir würden jetzt einfach noch so weiter Richtung Potsdamer Straße hochlaufen und dann nochmal so einen Bogen zurück machen, weil dann haben wir eigentlich so die Großfläche von der Area so abgedeckt. Mhm. Also alles, was wir jetzt so abgelaufen sind, also wir hätten noch, die Kurfürstenstraße geht noch weiter runter, also wir hätten noch weiterlaufen können. Da weiter hinten sind noch andere Frauen, also vor allem Cis-Frauen. Ja, und hier hinten, wo wir jetzt so uns gerade befinden, hier in der Lützowstraße, arbeiten Frauen, die nur also für ein paar Monate immer herkommen, hier arbeiten und dann wieder weg sind. Zum Beispiel jetzt diese Frauen aus Rumänien oder Ungarn. Und das sind eher weniger Frauen hier, die so Drogen konsumieren oder eine Suchterkrankung haben. Die ja, schicken Geld nach Hause, sind dann manchmal, sagen wir mal so, sie sind im Urlaub, eigentlich sind sie so Familie besuchen und kommen dann wieder. Ja, und da ist es dann auch immer so, auch wenn wir unseren Outreach machen, immer so sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel hier die Personen, die immer nur für ein paar Monate hier sind, da ist häufig so ein Problem auch so Wohnraum, also viele wohnen dann im Hostel oder teuer im Hotel und müssen dann auch super viel Geld überhaupt zahlen, dass sie so irgendwo schlafen können. Und das ist auch so ein großes Problem. Und eigentlich, ja, müsste da auch irgendwie mal was von der Stadt kommen, dass man generell für so Arbeitsmigranten, Migrantinnen, dass man halt ja, so Schlafplätze zur Verfügung stellt, also auch zum Beispiel für die ganzen Männer, die auf den Baustellen arbeiten und so, mich regt das richtig auf, wenn nur über die Ausbeutung in der Sexarbeit gesprochen wird und nicht, weil ich sagen möchte, ich möchte irgendwie die Aufmerksamkeit auf andere Sachen lenken, aber weil ich häufig so einfach mir denke, so wow, für mich zeigt das eher, dass Personen, also Menschen, die wirklich nur über Ausbeutung in der Sexarbeit sprechen, dass sie sich einfach bis dato noch gar nicht überhaupt mit Ausbeutung in der Arbeitswelt beschäftigt haben. Denn zum Beispiel haben wir auch super viel Kontakt mit Männern, die so, das sind häufig so die Partner von manchen von Frauen hier, die einfach tagsüber auf den Baustellen arbeiten, so 10 Stunden am Tag und 5 Euro die Stunde bekommen oder 7 Euro die Stunde, die nicht krankenversichert sind. Fleischindustrie beispielsweise, auch ein gutes Beispiel. Aber auf den Baustellen hat man noch nicht mal einen Arbeitsvertrag. Also bist du einmal krank, dann fliegst du einfach raus. Verletzt du dich bei der Arbeit, fliegst du einfach raus. Ja. Es kümmert sich niemand drum. Und diese, das überprüft ja, wird ja auch einfach nicht überprüft auf den Baustellen. Ja, und dann hat man Fleischindustrie, dann, das sind ja auch vor allem Leute, die aus Osteuropa kommen, dann auch, ich war ja vor kurzem in Bulgarien und habe da ja auch viele besucht, die auch viel hierher migrieren für die Arbeit oder immer wieder herkommen. Und da waren auch viele, die die zum Beispiel auch in den Packstationen, also nicht Packstationen, sondern so bei Amazon und so, diese Pakete gemacht haben. Moment. Ich muss nämlich hier kurz jemandem Hallo sagen. Okay. Wir schneiden nochmal. Wir hatten noch ein Gespräch und jetzt von daher noch einen kleinen Schnitt. Genau. Ja.
Ja, wir waren bei Ausbeutung. Ich meine, bei den anderen Gewerben, wo Leute ausgebeutet werden, ja? Spricht man auch nicht darüber, den kompletten Industriezweig abzuschaffen. Ne? Ja, da redet auch niemand darüber, dass man noch die ganzen, dass man ja jetzt, also wir wissen ja auch, wir haben ja alle die Nachrichten gehört mit Amazon, wo Leute in Flaschen pinkeln. Oder man sagt jetzt auch nicht irgendwie, die Baustellen werden jetzt alle geschlossen, weil da Menschen ausgebeutet werden. Und zu sagen, finde ich, dass irgendwie auf irgendeiner Weise die Ausbeutung in der Sexarbeit schlimmer sei, weil das irgendwie Sex ist, also sorry. Also weil die Ausbeutung, die ja hier in den meisten Fällen stattfindet, ist ja nicht so, dass Leute irgendwie gekidnappt werden und dann vergewaltigt werden, sondern es ist eher so, dass Leute sich halt in so häuslichen Gewaltbeziehungen befinden, wo halt so finanzielle Gewalt so stattfindet, ja, Abhängigkeit und finanzielle Gewalt, wo halt Leuten halt einfach so das Geld abgenommen wird oder sie selber überzeugt davon sind, dass sie allein nicht dafür verantwortlich sind, Geld heranzubringen für sozusagen die Familie oder für das Paar. Und das ist auch etwas, was es auch in anderen Bereichen gibt. Und es gibt unterschiedliche Formen von häuslicher Gewalt. Und deswegen ist es auch super wichtig, finde ich, auch darüber so zu sprechen, dass es einfach häusliche Gewalt ist. Weil die Personen, also auch die Personen, die ich kenne, die in solchen Situationen sind, die wollen gar nicht so Hilfe haben oder so, weil sie ja gar nicht so sehen, dass es ein Problem ist. Und deswegen muss man auch das so angehen, wie man halt. Ja, das ist ja auch manchmal ein Prozess bei Leuten, ne? Ja, und das Wichtigste ist eher so Empowerment. Ja. Also Leute müssen sich empowered fühlen, dass sie sagen, nein, ich werde mir Hilfe holen oder ich möchte etwas Besseres für mein Leben oder ich habe es verdient, zum Beispiel nicht geschlagen zu werden oder so. Und das schafft man nur durch Empowerment und nicht, indem man mit der Moralkeule ankommt und sagt, irgendwie, ja, das ist doch alles voll schlimm. Ja. Und ja. Aber das gilt ja für alle Bereiche, wo Leute ausgebeutet werden oder misshandelt. Also, dass man es nicht möglich macht, indem man Leuten die Unterstützung gibt und sie ermächtigt, auf Deutsch gesagt. Das ist ja Empowerment. Ja, ich meine, in anderen Bereichen könnte man es einfach illegal machen. Also, in anderen Bereichen, weil ich meine, in der Sexarbeit, also es finden ständig Razzien in Bordellen und Laufhäusern und sonst was statt. Also da findet man echt nicht Leute, die da sind schon eigentlich immer alle ganz gut registriert. Und das ist dann eher so geheime Prostitution oder Sachen, die man online macht oder wo findet diese Form der Prostitution dann statt, die dann ausbeuterisch ist? Ja, also natürlich unterschiedlich. Also es sind also zum Beispiel jetzt hier auf dem Straßenstrich, natürlich gibt es hier Frauen, denen einfach das Geld dann irgendwann abgenommen wird oder die einfach in solchen super toxischen Beziehungen sind. Das wird man auch haben bei Frauen im Bordell oder so, aber die Sexarbeit hat damit wenig zu tun. Es ist einfach nur so Teil der Geschichte, weil es Teil der Lebensrealität dieser Person ist. Aber diese häusliche Gewalt, die würde auch so stattfinden. Auch bei Personen in anderen Bereichen. Genau, es ist ja jetzt nichts rein SexarbeiterInnen-mäßiges, dass es häusliche Gewalt gibt, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem auch. Ja. Ne? Und das ist ja auch, ich meine, es gibt ja auch anderen Frauen, denen auf einmal das Konto gesperrt wird oder so. Ja. oder die generell kein eigenes haben. Die kein eigenes haben, die nicht entscheiden gehen arbeiten dürfen. Und ja, oder die ein Taschengeld bekommen. Ja. Oder denen genau gesagt wird, was sie kaufen dürfen, was nicht. Oder dass sie jetzt auf die Kinder aufpassen müssen oder so. Also es gibt es gibt viele Beziehungen, die nicht super laufen. Und und ich finde zum Beispiel in anderen Ausbildungsbereichen, da braucht es einfach strengere Kontrollen. Mhm. Diese Kontrollen, die es in der Sexarbeit gibt. Ja. Übrigens, wir sind gerade am Wintergarten, um einzuordnen, wo wir sind. Ja, jetzt haben wir nämlich den Kreis so zu Ende, wieder Richtung LSD. Und hier sieht man ja jetzt auch, wenn man so auf diese Straßenseiten schaut, was ich vorhin meinte mit, was für Geschäfte jetzt hier sind. Da kann man sich schwer vorstellen, dass hier mal eigentlich der Straßenstrich war. Ja, und sonst, also so ein Arbeitsalltag, also jetzt habe ich ja mal vorhin so zum Straßenstrich gesagt, ja, dass es manche Leute halt den ganzen Tag hier sind, manche kommen einfach nur hier für
am Abend oder tagsüber, wann sie arbeiten wollen. Und generell in der Sexarbeit, also es gibt sehr, sehr viele, die natürlich in der Sexarbeit arbeiten, weil es so flexibel ist. Mhm. Es gibt zum Beispiel hier in Berlin gibt es ganz, ganz viele Sexarbeitende, die aus dem Kunst- und Kulturbereich kommen, mhm. die also eigentlich sonst auch noch anders was machen, aber durch ihre künstlerische Arbeit einfach nicht genug verdienen oder zum Beispiel gar nicht davon verdienen und das nur einfach so machen und dann halt noch Sexarbeit machen. Es gibt auch viele, viele Sexarbeitende, die eine Behinderung oder eine psychische Erkrankung haben, die sonst halt einfach keine andere Arbeit finden, die so perfekt für sie ist. Also ganz, ganz viele sagen, ja, dass durch die Sexarbeit du kannst einfach in wenigen Stunden viel Geld verdienen und hast dann auch musst aber jetzt auch nicht regelmäßig irgendwo erscheinen häufig, vor allem wenn du so ganz selbstständig arbeitest, kannst dir lange Auszeiten nehmen, kannst ganze Wochen dir frei nehmen und es ist egal. Mhm. Also Sexarbeit ist auf jeden Fall aber auch kein leicht verdientes Geld. Nein, also das ist ich. Ein super, ja, das ist immer so ein krasses Stereotyp. Also auch, es ist auch kein leicht oder schnell verdientes Geld. Man muss da schon wissen, was man so macht. Also jetzt auch für Menschen, die vielleicht zuhören und vielleicht Interesse haben, auch in der Sexarbeit anzufangen. Es gibt ganz viele Beratungsstellen, die auch eine Einstiegsberatung anbieten. Zum Beispiel jetzt hier in Berlin bei Hydra oder jetzt in NRW bei Madonna kann man ja eine Einstiegsberatung machen und das macht man, bevor man in der Sexarbeit angefangen hat. Im Idealfall. Im Idealfall. Also natürlich kann man das auch nach drei Dates oder so machen, aber im Idealfall macht man das am Anfang und was ich jetzt hier aus Berlin gehört habe, ist, dass auch die Hälfte der Leute, die diese Beratung machen, am Ende gar nicht anfangen in der Sexarbeit. Okay. Also sich dann auch dagegen entscheiden, weil ihnen realistisch so erklärt wird, was das bedeutet. Das ist halt nicht Pretty Woman, ne? Ja, das ist nicht Pretty Woman. Und die dann noch verstehen, ja, dass man da auch, auch viel Arbeit, vor allem, also wenn man so im Internet, im Escort-Bereich arbeitet, ist es super viel Arbeit, die man in so Annoncen, Anzeigen, Profile, neue Fotos, mit Kunden schreiben. Du musst mit super vielen Kunden schreiben, bevor überhaupt eine Zusage kommt. Dann hast du auch Leute, die dann last minute absagen und so. Und es ist schon mehr Arbeit, aber es ist sehr viel flexibler. Also auch so zum Beispiel zu Hause zu chatten oder so, das können viele Leute irgendwie im Tag so unterkriegen. Wie würdest du sagen, hat sich Sexarbeit durch die Escort-Seiten und durch das Internet verändert? Also ich meine, die Seiten gibt es ja schon sehr lange. ich wüsste jetzt nicht so ganz, wie es so 100 Pro jetzt direkt davor war. Ja. Natürlich bedeutet das so für Bereiche wie, lass mal zurück. Glaubst du denn, es hat die Selbstständigkeit mehr gefördert, also die Freiheit, sich Kunden zu suchen, oder? Ja, also die gibt es immer in der Sexarbeit, also alle. Also in der in der Sexarbeit, und das ist ja auch der große Unterschied zwischen so Ausbeutung und Zwang oder so. In der Sexarbeit entscheidest du, mit wem du arbeitest und wem nicht. Auch hier auf dem Straßenstrich werden Kunden abgelehnt. Ich meinte eher, weil du eine größere Auswahl. Ja, Kundenschaft hast vielleicht. Ja, also natürlich sehen mehr Leute dann so ein Profil, als wenn du so in einem Bordell oder so arbeitest. Mhm. Aber ich würde auch sagen, zum Beispiel jetzt im Vergleich zu hier, dass es auch bisschen auch innerhalb der Sexarbeit zu mehr Ungleichheit kommt. Also im Internet ist es natürlich leichter, wenn du Deutsch sprichst und mit Leuten halt so chatten kannst oder auch Englisch sprichst. Aber das ist auch ein Grund, weshalb Leute auch hier arbeiten, weil sie nicht so viel Deutsch können und viele haben ja auch gar nicht mal überhaupt Zugriff zum Internet oder würden gar nicht wissen, wie man so ein Profil macht. Also man muss ja auch ein bisschen so Internetkenntnisse dafür haben. Ja, und es muss ja auch nach was aussehen, ne? Also ja,
weiß nicht, ein Passfoto reinmachen oder so, ne? Ja, und du musst auch einen Text schreiben, du musst ja auch so, du wirbst ja die ganze Zeit für deinen Service. Also du musst auch mit Leuten so schreiben können und so. Ja, genau. Das können auch viele nicht. Also, und viele, also hier erzählen auch viele Sexarbeiter, dass es sie auch stören würde, dass man übers Internet ja gar nicht so ein Gespür bekommen kann, wie die Person ist. Also wer ist hier, der Mensch dahinter? Ja, hier sieht man, oder auch wenn man im Bordell oder im Laufhaus arbeitet, dann siehst du ja die Person direkt und kannst so ein Face-to-Face-Gespräch führen und kannst dann wissen, ob die Person zum Beispiel getrunken hat oder so. Das wirst du ja checken. Und wenn du sonst einfach im Internet mit Leuten schreibst, ja, da brauchst du halt viel ein gutes Bauchgefühl. Ja. Aber das im Internet ist jetzt nicht. Können wir mal hier. Im Internet ist es jetzt nicht. Im Internet ist es jetzt nicht irgendwie gefährlich. Also man muss sich auch so vorstellen, also die meisten Leute, die hier zuhören, die haben sich ja auch schon mal auf so ein Tinder-Date getroffen oder auf ein Gay-Romeo-Date. Ja. Also so kann man sich das auch vorstellen. Man schreibt einfach mit jemandem und trifft sich dann. Nur, dass man da halt erstmal Geld zahlt. Ja, und dass du da. Der Rest ist mehr oder weniger dasselbe. Ja, und ich meine, das kennen ja auch viele Taschengeld oder dass einem dann was zugesteckt wird oder so. Also das haben vor allem in der schwulen Szene ist das ja nicht so. Ein kostenloser Haarschnitt, habe ich auch schon gehört. Darum gehen wir jetzt nicht weiter. Ich halt bei mir jetzt nicht, also keine Probleme. Also ich dachte, ja. Haarschnitt. Ne? Ja, wer weiß. Ja. Genau, wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir wieder auf der Frommstraße. Wir kommen full circle. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder auf der Frommstraße und es ist weiterhin nicht so viel los hier. aber so ist es auch einfach. Also es ist nicht immer, es ist ja auch noch nicht so mega spät. Also viele arbeiten hier bis so 2 Uhr oder 4 Uhr morgens. Ja. Wie sorgen die denn für ihre Sicherheit? Also da steht ein Auto, zweifelsfall fährst du mit. Ja, also im allerbesten Fall ist es dann so, dass du dann irgendwie eine Kollegin oder Freundin oder so hast, die dann sich vielleicht nochmal das Nummernschild notiert oder so. Oder vielleicht auch dein Partner. Also viele haben ja auch hier so Partner, die so zum Schutz hier sind. Also nicht alle Männer, die so herumlurken, sind Kunden und nicht alle sind Zuhälter, sondern auch viele davon sind auch wirklich einfach nur Partner. Und das muss auch nicht bedeuten, dass sie da so in häuslichen Gewaltsituationen sind, sondern die einfach so zum Schutz hier sind. Und sich dann zum Beispiel vielleicht das Nummernschild merken oder so. Und sonst, ja, wir verteilen auch im Projekt so Pfeifen. Das Problem ist hier, es gibt auch super viel Hass und Gewalt durch Anwohnenden hier. Also das okay. Leider ist es so, dass häufig, wenn Leute nach Hilfe schreien oder pfeifen oder so, dass es niemanden hier kümmert. Und ja, auf der Frommstraße, also auf dem Transstraßenstrich, erleben wir auch zurzeit so, also seit Herbst letzten Jahres, sehr, sehr großen Anstieg an Gewalt. Okay. Aber es gab auch generell in Berlin jetzt seit Anfang des Jahres so einen Anstieg an, oder vor allem jetzt im Sommer, an queerfeindlicher Gewalt. Und ja, wir denken, dass es eher so hier ein bisschen wie so angefangen hat und dann jetzt so im Rest der Stadt gerade so unterwegs ist. Sich weitergetragen hat. Ja, genau. Hier ist übrigens, also für als Info, das Café, wo wir hoffen, dann das Nachtcafé öffnen zu können. Okay. Also hier, ja, Bülowstraße, Ecke Frommstraße. Und hier war auch früher ein Café drin, wo die Transfrauen hingegangen sind. Und das ist aber seit 2 Jahren nicht mehr hier. Das sieht man noch hier oben, so Stehcafé Frommstraße. Mhm. Und ja, das wollen wir, ich weiß gar nicht, was da gerade drin ist. Aber wir wollen das hier, ja, bekommen und anmieten und dann halt nachts so ein Nachtcafé betreiben. Und ja, auch Dusche. Toilette haben, Waschmaschine. Aber so Dusche und Toilette wäre schon ein Riesenvorteil, ne? Wenn ja, also was das Wichtigste so wäre, also wir wollen da so eine Notversorgung dann anbieten können. Wir wollen nämlich zu keinem Zeitpunkt jemals Sozialarbeitern oder so beschäftigen und so eine Sozialberatung anbieten. Ja, sondern es soll nur hier, ja, also man soll auf Toilette gehen können, duschen können, Wäsche waschen,
Kaffee trinken, vielleicht einen kleinen Snack oder so, Wasser, natürlich auch so Kondome, Drogenutensilien erhalten können, vielleicht dann auch so ein bisschen an so Hygieneprodukten, aber natürlich auch im Winter vor allem sich irgendwie kurz hinsetzen, ausruhen, aufwärmen. Im Sommer wird es ja auch super heiß, dass man auch was zu trinken hat, sich abkühlen kann. Und das Gute hier ist, dass es ja, das kann man jetzt natürlich nicht hören, soll nur sehen, aber dass jetzt ja die ganzen Wände ja aus, sozusagen aus Glas sind hierüber, das sind alles Fenster. Mhm. Also dann können auch da Frauen auch so am Tresen sowieso sitzen und rausschauen. Und dann sieht man ja auch, wenn vielleicht zum Beispiel ein Stammkunde vorbeiläuft oder so, dann kann man ja auch schnell rausgehen. Aber das ist auch ein bisschen wieder zum Thema, wir wollen eigentlich so Arbeitsbedingungen verbessern, weil wenn sowas was nachts auf hat, dann... ja, verbessert einfach die Arbeitsbedingungen, das macht ja einfach schöner, wenn du dich hinsetzen kannst. Ich könnte mir auch einfach vorstellen, durch die Witterungsbedingungen, ne? Also gerade wenn es in Richtung Herbst, Winter geht, sind ja auch die Witterungsbedingungen jetzt nicht so, dass man die ganze Nacht eigentlich draußen sein möchte. Ja, ja, ja. Und das perfide ist auch hier, also vor allem für die Trans-Personen, es gibt hier im Kiez oder hier in der Nähe keine Notunterkunft, zu der Leute irgendwie hingehen können und schlafen können. Und es ist generell in Berlin oder auch deutschlandweit ein Problem, dass trans- und nicht-binäre Personen von Notunterkünften abgelehnt werden. Also wir kennen hier in Berlin eigentlich nur zwei Einrichtungen, die überhaupt Leute aufnehmen. Und das jetzt auch nicht, dass sie so zum Beispiel Personal oder eine queere Einrichtung sind oder so, sondern also eine Einrichtung, da würden wir auch niemals Leute hinschicken und die andere ist in Friedrichshain. Also ja, das ist super weit weg. Also kein Angebot für Leute hier. Und dadurch sind dann auch Leute wirklich gezwungen, hier auf der Straße zu übernachten. Ja. Wenn du jetzt, wenn wir jetzt zum Schluss kommen und du ein paar Forderungen stellen würdest oder müsstest an den Staat oder an die Stadt Berlin, welche wären das? Also an den, also ja, auf Bundesebene, auf den Staat ganz klar, bin ich und auch unser Projekt für die Entkriminalisierung von Sexarbeit. Wir möchten auch, dass das Prostituierten-Schutzgesetz abgeschafft wird, dass es Rechte für SexarbeiterInnen gibt und keine Repression. Auch, dass es nicht solche Sachen wie zum Beispiel Sperrbezirke oder sowas geht, wo man auch Sexarbeit verdrängen kann. Und hier auf Bezirks- oder Landesebene, ja, hier im Bezirk, ganz klar, wir hätten gerne so, das klappt alles mit der Räumlichkeit, dass wir auch da unterstützt werden vom Bezirk, dass natürlich auch finanziell unterstützt werden, dass wir hier ein Nachtcafé eröffnen können. Und dann ganz wichtig hier in Berlin, dass es auch einfach eine Notunterkunft geben muss für trans- und nicht-binäre Personen. Das würde schon mal uns vieles erleichtern. Das hat gar nicht mal so direkt was mit Sexarbeit zu tun, aber also Leute müssen aus so einer prekären Lebenssituation rausgeholt werden. Es gibt leider auch wenig Erfahrung, zum Beispiel auch in der Suchthilfe oder auch in der Obdachlosenhilfe mit trans- und nicht-binären Personen. Und wir erleben einfach unglaublich viel Transfeindlichkeit und Ablehnung durch soziale Träger. Und das muss endlich mal thematisiert werden, dass soziale Träger gerade echt übelst transfeindlich noch agieren, als wäre man hier noch irgendwie in den 90ern. Und dass es einfach nicht auf dem Schirm ist zurzeit die ganze Zeit, wo wir über ja, Geschlechtergerechtigkeit und sonst was reden und Antidiskriminierung, dass vor allem bei Leuten, die extremst prekär leben, da gerade gar nicht drauf geachtet wird. Mhm. Und auch zum Beispiel Sachen wie Migration, also hier als auch mit Personen hier zum Beispiel aus Bulgarien oder Rumänien, das sind eher so wie Fluchtgeschichten, die Leute haben. Ja. Also ja, sie kommen, sie migrieren innerhalb der EU, aber sie kommen aus Ländern, in denen es einfach um queere Themen oder queere Rechte einfach unglaublich schlecht aussieht. Und da müssen wir auch endlich mal schauen, wie wir diese Personen auch von unserer Community auch aus, also das ist auch ein Appell an die Community, dass man sich da endlich mal das anschaut, weil ja, bei queeren Geflüchteten ist auch gut, was passiert. Da hätte natürlich auch können immer noch viel mehr passieren. Aber das ist schon Leuten auf dem Schirm. Aber ich glaube, dieses Thema Migration innerhalb der EU oder aus Osteuropa, das ist nicht viel auf dem Thema. Gut, dass du die Community nochmal angesprochen hast. Genau. Das ist sicherlich ein wichtiger Part. Vielen Dank, dass du uns hier durch den Regenbogen-Kiez und über den Strich geführt hast. Genau, es war sehr spannend. Ich bin gespannt, ob die Leute das wirklich so ganz die Strecken... Vielleicht schaffe ich es, das mit einer kleinen Karte zu verbinden. Das wird meine Hausaufgabe. Ja. Und ich werde auch eure Website von eurem Projekt verlinken, gerne. Ja, super gerne. Und wenn zum Beispiel vor allem so Politgruppen oder so eine Führung hier vor Ort machen wollen, können Sie uns auch gerne anschreiben, weil wir haben vor kurzem gemeinsam mit der Gewerkschaftsgruppe
eine Führung erarbeitet und die haben wir ja auch ein bisschen so historisch, da bin ich auch gar nicht so viel heute drauf eingegangen. Also können uns heute Karina anschreiben. Gerne. Super. Danke dir. Vielen Dank. Danke, danke. Okay, super. $2,000で売り飛ばされ